Lange nicht mehr hier gewesen, meine Herren. Tja, Anthem soll ja wohl demnächst eingestellt werden. Deswegen macht das halt effektiv nochmal Sinn, den Laden ein bisschen mit Erinnerungen zu schmücken. Also, getreu dem Motto Abschlussparty, werden wir nochmal in die Javelins steigen und raus in die Welt fliegen. Gärmeister! Ready. Ready? Dick, bist du schon im Javelin? Yes. Ah, ich sehe gerade meinen Dicken. Ist der nice. Leckt mich an. Rein mit dir. Warum hast du deine Hose aus? Nee, gleich. Ich hab's untenrum gerne vogelfreien Javelin. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein schönes freies Spiel. Jo. Es gibt irgendeinen Baum. Was ist das denn? Das ist was Neues, oder? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will dahin. Ihr macht ja die großen Meister. Huch, da knatzt das Mikrofon. Ach ja, ich werde sie vermissen, die Wolfen und Raven und wie sie alle heißen? Klauninchen. Klauninchen! Das waren ohnehin die geilsten, ey. Die Sprüche auch irgendwie. Geklauten Kaninchen. Auch irgendwas mit, Klauninchen ist ja so ein bisschen was wie die diebische Elster, nur quasi auf vier Beinen. wie war das gewesen? Irgendein Auszug aus irgendwelchen Büchern von wegen Wesen, die dich töten wollen. Das Klauninchen Auszug hat... Auszug aus das große Buch der Lebewesen, die dich töten wollen. Genau das. Achso, du hast gerade das Klauninchen, das Screen vor dir. Jawohl. Ah, stark Mann gemacht. Geil. So, wo will ich denn hin? Lass mal gucken auf der Garde, wie spät es ist. Ich möchte zum Bäumchen. Jetzt noch rein. Ich weiß es nicht, aber wir müssen nach vorne links. Das ist Norden. Also wir müssen ein bisschen nach Westen. Wie kommen wir denn da drüben hin? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal gucken. Oh lol. Hier ist schon die Tür. Kurz mal gucken, wie auf der Karte, wie spät es ist. Ah ja, da vorne ist das Ding, wo ich hin will. Gott, Kinder, ist dieser Javelin stark. Oh, ist das schön. Lol, wie geil. Einfach mal weggeholzt. So. Da vorne ist der komische Baum. Ich muss ganz kurz mal meine Tastenbelegungen anpassen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass mein Nahkampf nicht funktioniert, so wie ich es in Erinnerung hatte. Nahkampf. Ja, Nahkampf. Irgendwas ballert da. Was soll's mal ballern? Spielen, schweben, ausweichen, springen. Sprinten. Fliegen, zielen, Nahkampf, wow, zack. Hinter uns ist eine kleine Horde. Alter, was habe ich da für eine mächtige Sniper am Start? Muss mich gerade übelst wundern, ey. Okay, das war das. Jawohl.
Und hier ist der geile Baum, ey. Ich habe nur gerade keinen blassen Schimmer, wo du lang bist. Ich raff's gerade nicht. Okay. Ja. Ach, da unten. Ah. Ich komme. Aber da oben waren auch noch ein paar. Hier sind überall welche, keine Sorge, die spawnen einfach. Ich hab gar nicht drin, das ist einfach so. Ja, indem man Gegner platt macht und dann die roten Dinger einsammelt. Ach ja, stimmt. Oder man hat so eine Knarre wie ich, die tatsächlich sein Schild wieder auflädt. Ohne Patina-Raffel! Haha! Oh! Ups! Soll ich respawnen? Wo bist du denn? Oben. Ich komme mal zu dir. So, steht wieder aufgeladen. Läuft. Huch, aber jetzt. Auch Moment. Okay, Überhitzung geht weg. Ab ins Wasser. Und hoch. Hä, wo bist du denn? Da. Oder? Nee, noch höher. Lol. Bin ich da hoch? Oh nee, hier ist langsam Ende. Okay. Das sieht doch schon mal nicht. Ja, ja. Was bist du denn da? Können die dich denn hier in der Open World schon wegmachen? Der da hinten. Tu, der Party Train. Ich mach mal ganz kurz diesen Screensaver haben, wenn ich nichts mache. Kein Problem. Na, wo kommt der denn endlich?
Heute sehr hartnäckig. Ach, ich hole mir den Mann, das ist egal. Noch so einer. Einer geht noch, einer geht noch rein. Ach, den habe ich gesucht. Oh! Hier ist ein Scar-Vollstrecker. Frag dich, wie lange noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Was ist denn, wenn an der Waffe so ein Sternchen ja jetzt auf einmal ist? Wahrscheinlich hast du Favorit oder so, ich habe keinen Schimmer. Wohin? Keine Ahnung, wenn wir der Nase nach, wir haben ja Open World.
Ich wollte nur mal zum Baum und am Baum war ich gerade. Hört. Dein Freund, der Baum. Der Baum ist tot. Lang neben der Baum. Was machst du da? Dachte, die Blumen kann man kaputt machen. Kann man auch. Oder auch nicht. Nö. Nee. Oh, Party, Party! Was für eine asoziale Waffe, ey, die macht echt jeden weg. Alter Schwede. Tschu, der Party Train. Eine Taste? Mausrad. Duck, duck. Ne, bei mir war es die STRG. Lol. Echt? Okay. So, da machst du zack. Duck, weg. Sie nannten ihn Mücke. Oder was im Oh, eine Partynarrappe. Pop. Immer kloppe. Alter Schwede, hier blitzt es ja nur noch, du. Ja, ich sehe nur noch Effekte, ich sehe nichts mehr anderes. Ja, nicht nur du. So brutal. Ah, da ist er. Krass. Haben wir, glaube ich, diese Unterwasserwelt noch nie genau angeschaut. Moment mal. Da ist ein Notruf von einem Läufer. Der kann nicht allzu weit weg sein.
wir hier? Es ist echt dunkel hier, warte mal. Sieht nach einer Emmerstraße aus. Oh lol, was haben wir denn hier? Tada! Dann fliegen wir wieder zurück. Wir haben einen Läufer an das Dominion verloren. Es ist wichtig, dass du die Blackbox findest und birgst. Sie darf nicht verloren gehen. Ohne Energie kommen wir nicht in den Frachtraum. Tragbare Batterien. Jeder Läufer hat einige für Notfälle dabei. Sieh dich mal um. Grüß dich, liebe Soldat. Ich hab's mal direkt weggemacht. Da vorne war einer. Gott, ich werde jetzt die Javelins echt vermissen. Oh, hier geht die Party ab. Gut, die Batterie ist eingesetzt. Wir müssen die Energiezufuhr zurücksetzen. Dominion-Verstärkung im Anmarsch. Dieser Feind bedeutet Ärger. Okay, Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt Zugang zur Sicherheitsverriegelung haben. Wir sollten die Bedrohung ausschalten, ehe wir was anderes tun. Du hast den Spieß umgedreht und dem Dominion gezeigt, wo der Hammer hängt. Gut gemacht. Die Tür sollte jetzt Energie haben. Versuchen wir es mal. Du hast es geschafft. Ich informiere die Sentinels. Loot. Komm! Ja, ist alles ein Scheiß-Loot. Ein bisschen Amber. Rein in die Amber. Hallo. Selber. Wie geht das nochmal? Keine Ahnung. Mit B. B? Lächeln und winken, Männer. Hier. Hast du einen Leuchtfackel? Hätten wir immer in der Höhle gebrauchen können, ne? Na, Schocki? Der Verrat oder der Vatertag, je nachdem, wie man das sieht. Moment, da war was. Genau unter mir. Unter, ja, genau hier und drunter ist was. Ich weiß ja nicht genau wo. Ah, hier. Was zum Zerlegen, okay, das wäre so hoch gewesen. Direkt unter der Brücke. Ja. Wieder nix. Egal.
Und du? Open World, Digga. Immer der Nase nach. Ein läufiger Läufer schreit im Notfall. Oder Läufigkeit, je nachdem. Skorpedone, Sie haben das ganze Gebiet eingenommen. Skorpis! Dein Ziel ist das Aufspüren der Blackbox. Das Fort wird sie zurückhaben wollen. Müssen die Energiezufuhr zum Frachtraum wiederherstellen. Tragbare Batterien. Jeder Läufer hat einige für Notfälle dabei. Sieh dich mal um. Ui. Hab was Legendäres gefunden. Wahrscheinlich irgend so ein Scheißdreck schon wieder. Ich würde sagen, wir gehen kurz mal raus, damit wir nicht allzu überladen sind, weil du weißt, es gab irgendwann ein Loot-Overlimit. Jo, wie war das gewesen? Muss ich jetzt wirklich sagen, Spiel beenden? Nee.
Nee. Verlassen. Doch, freies Spiel beenden. Freies Spiel beenden? Mhm. Oder war es Karte? Ach, freies Spiel beenden war Karte. Echte Einstellungen. Jut, jut. Nut. Schon krass. In zum Verbrauch allein schon 10 Gig Arbeitsspeicher. Ja. Das Gen ist halt schon echt anstrengend. Schon brutal. Mhm. So, dann sag mal her, was du an Knarren hast, Junge. Nein? Oh, oh. Das Game macht gerade gar nichts, das ist nicht gut. Meisterhaft. Mhm. Level 61. Oh, oh. Hallo? Mach mal dein Menü fertig. Wir gucken, ob ich weiterhin stuck bleib, wenn du auch noch drin bist. Trampe. Bist du weg? Vor Tarsus. Scheiße. Oh, ist das nervig, ey. Gut, Alter 4. Tschüss, Game. Wir machen's nochmal. Oh, meine Herren, ey. Hallo Origin, ich möchte wieder spielen. Du kommst nicht rein. Ich komme nicht rein, ja, genau so fühle ich mich auch gerade. Ach, jetzt. Auf einmal geht's doch. Guck mal. Muss man jetzt ein bisschen meckern. Mal gucken, was haben wir an Waffen gekriegt hier. Ja, zum Glück hat der Loot hier, glaube ich, sogar persistent erhalten. Also die Spiele, also das Game selber hat schon echt üble Bugs, auch wenn es geil aussieht, Punkt. Wer bin denn mit Online-Service? Mach, jetzt mach doch mal hin, Alter. Was macht diese Null da eigentlich? Hä? Guckst du nach Server läuft? Ich habe jetzt keinen Schimmer, was ich jetzt bekommen habe. Das wird irgendwas sein. Hm. Raten Sie, was Sie bekommen haben könnten. Eine Waffe, Granaten, Raketenaufsätze, Module. Hm, ich freue mich. So, so individuell wie dein Javelin. Rein in die Schmiede. Oh, keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich bekommen habe. Was will ich denn mit Level 38 Kram? 38? 38. Ey, ich habe so viel. Stimmt. Ich habe sogar noch 38. Hä? Direkt mal.
Zerlegt. Jetzt, wo du sagst, warte mal, wie zerleg ich denn nochmal? Rechte Maustaste drauf auf das, was du zerlegen willst. Nee, geht nicht. Ach lol, weil es ausgerüstet ist. Hä, von wem denn? Du hast da davon mittlerweile Level 80, wollte ich die Nummer so nebenbei sagen, ne? Ich weiß, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ach, warte mal, bums den Vogel. Na, Fresse halten. So. Hä? Ach so, warte mal, Sekündchen. Wieso habe ich einen Infernohandschuh ausgerüstet? Ich hab's auch. Hey. Das war gerade ein Versehen gewesen. Ich muss den 80er vorher ausgerüstet haben. Oh, 95 Max Schild, Alter. Was? Yay! 28% Wiederaufladung. Hä? Wiederaufladungsrate von Rüstung. Das ist nicht schlecht. Prozent Max-Rüstung, Alter. Boah, ist ganz nice. Ist richtig nice. Ja, 950 hatte ich vorher auch schon ausgerüstet. Das ist jetzt Ding. Ah, gucke. Flüssiges Grün. Was ist das für ein... Das ist die schwere Abschussvorrichtung. Welche habe ich denn ausgewählt? Die 75er. Stimmt, ja. Macht alles keinen Sinn. Ich habe die beste Waffe dafür. Gedämpfte Schläge. Den brauche ich echt nicht mehr weitermachen. Das passt schon so, wie er ist. Der ist so gut geworden. So, sozial einladen. Wo ist er? Ah, ich muss. Rein mit dir. So, sehr schön. Dann gehen wir doch gleich schon mal in den Dicken. Ich bin bereit. Ja, ich auch gleich. Ah. Ich mag diese Animation. Der sieht einfach so gut aus. Unglaublich. So, was möchten wir denn haben? Möchtest du eine Mission haben? Können wir machen. Okay. Dann lass mal gucken, was wir da haben. Nehmen wir. Ja, mach dich bereit. Es gibt Risikozahlung. Bist du bereit? Jo. Hier steht nicht, dass du bereit bist. Oh. Ups. Bist du bereit? Jo, jo. Ja, das ist halt immer der Blödsinn, wenn du irgendwie nochmal was umschaltest. Ja, ich weiß. Das ist. Ja, wobei das Konzept ist schon ganz okay, glaube ich, hinten dran, aber die Umsetzung ist halt so ein bisschen Banane. Ich glaube, das hat sich irgendeiner mal kurz auf den Bierdeckel ausgedacht und nicht zu Ende gedacht. es gibt genug Dinge, die fühlen sich so an. Also von daher, was ich cool finden würde, ist, wenn sie die Javelins in irgendein anderes Game übernehmen würden, bin ich ganz ehrlich.
und dafür den ganzen Rest irgendwie sterben lassen. Dass sie halt nochmal an einer anderen Ecke anfangen können. Mhm. Also ich glaube, Anthem an sich hat halt übelst Potenzial, auch wenn die Story echt kacke ist. Also, weiß nicht. Das ist... Ah! Oh, Herr Kataklysm, die Welt bricht zusammen, deine Realität zerstört! Sind nicht hier bei Star Trek, Junge. Und wenn er, das ist meistens eine Folge bei Star Trek, die so ist in der Staffel. Ach ja. Was ab dafür? Da ist doch ein Buchstabe zu viel. Ha? Meinst du? B. Missionsname. Missionsname? Nee. Oder Gebietsname eher gesagt. Okay. So, Vegetation aufs Maul! Komm her! Runter mit dir den Berg! Zack! Geil, ich fall runter. Alles wegmachen, was geht! Sowas von. Ich glaube, sie versuchen, diese Gestalt der Tür aufzukriegen. Na gut, und weiter geht's. Die Arkanisten bei ihrer Arbeit. Na, diesmal mit Unterstützung. So. Wo kann ich kicken? Oh oh. Ganz schön kalt hier. Ich mag es, eingefroren zu werden. Oh, ja. Ich glaube, das gleiche Schicksal ist mir gerade auch eben ereilt. Ja, aber ich bin runtergefallen. Da, guck mal, ist wirklich ein... Blitzdings. Sind wir hier bei Men in Black oder was? Ja, Javelin in Black, Alter. So. Zap, 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 zap. Puff, puff. Hast es bald geschafft. Wunderbar. Oh, sehr elitär hier, meine Herren. Und jetzt geh zurück und beschütze die Arkanisten. Ja. Alter, mein Schild klatscht es die ganze Zeit. Was das wohl ist? Der ist freundlich. Gut, die Tür ist offen. Aber kümmere dich um die Gesetzlosen. Kein Problem. Hallo. Ja?
Er hat noch nicht, er will noch mal. Ich erledige das. Ab ins Loch rein muss er doch. So. Na dann. Ach, herrlich. Das ist wieder so ein Competitive-Ding, wer ist zuerst am Ziel. Autsch. Da los. Oh, geil! Ich will der Party da hinne. Komm her! Alter Schwede, das so. Ich hab da was für dich, bin recht freundlich. Oh. Tschüss. Hat der Schee geknallt? Geil, Alter. Das ist mir richtig wieder warm ums Herz. Noch so ein dickes Ding. Eieiei. Ich seh einen Haufen dicker Dinger heute. Aber ich erinnere mich dunkel daran. Er sagte, hups. Sollte erledigt sein. Gar nicht mal schlecht. Scheiß Strom aus dem Weg. Muss man da lang? Da oben raus oder was? Oh, sieht so aus. Klemme Sentinels. Wo? Bei wem klemmt's? Bei der Tür. Sentinels gegen Kakerlaken. Rein ins Getümmel und Hilfe aus. Jawohl, Beste. Noch weiter höher, oder was? Ah ja. Du bist noch nicht fertig.
den Kampf beenden. Beeil dich! Okay. Geläufig. Verdammt, der Läufer ist am Boden. Die Crew erbittet Energiewiederherstellung. Hilf ihm, Energie. Dafür brauchen wir eine Batterie, richtig? Finde eine. Ich verstehe. Schalte die Energie wieder ein. Alles klar. So, rauf mit dem Kollegen. Quatsch. Nice. Wir haben Grund zum Reihen. Schön. Heizung aus, Fenster gekippt und trotzdem 22 Grad. Hiha. Ja, der Rechner heizt, gell? Bisschen. Bisschen.
Oh nein, bitte nicht schon wieder dieselbe Scheiße, nicht grün. Also wenn ich ans Gehäuse greife? Ja, das ist... Sag doch Fractured Sky, oder? Ja. Und dann noch die Wasserkühlung drin, ist schon... Hockt schon ganz gut. Mhm, kein Scheiß. Das ist schon echt nice. Ich bin mal wieder das Letzte. Okay. Das Letzte? Was war? In der... How do you do? So, alles weg damit. Ich kann von nichts gebrauchen, ey. Das nächste Mission, direkt rein wieder. So, checken mal, was wir jetzt machen. Mission wechsle und die andere nehmen wir mal. Ich kann, glaube ich, etwa zwei Missionen machen. Wie bescheuert ist das denn, ey? Ah, das ist so dang it. Warte, was ist das? Hä? Was ist das? Armprüfung. Oh, rein da. Warte auf andere Spieler. Spiele eine weitere Mission. Ready. Nice. Mensch, such nicht großartig, fang an zu starten. Sagst du was? Ich geh mal was zu trinken holen. B. C. Die Katze lief im Schnee. Apropos, von deiner Muschi hört man nichts mehr. Die haben zu fressen gekriegt und halten zum Glück zum Maul. Geil. Verfressene Mistviecher, ey. Durchhalten bis zum nächsten, bis zur nächsten Fütterung. Wie geil. Wei, oh, wei, oh, wei. Ich bin hier, Brit. Was machen wir zuerst? Dumm Gesicht und ein guter Eindruck. Mega. Das machen wir jetzt zuerst. Ihre Hilfe wird benötigt. Das kann ich auch richtig gut, verdammt. Heuchle ein bisschen Kompetenz vor. Achso, Baumfeld. Ich verschätze mich mit den Granaten jedes Mal. Nicht nur du. So, runterfahren lassen, Schild raus, aufs Maul hauen. Okay, letzte Aktion mal nicht mehr nötig. Ich will auch so ein Rasenmäher für zu Hause. Du bist hässlich. Ein Nickerchen ist besser für dich. Das war. Lol. Wo ist er dann schon wieder? Ah, da. Puff, der Zauberdrache. Schön weggemacht. Was suchst du? Oh lol, ich hab da genau gar nichts. Von innen vielleicht? Nein, auch nicht. Da war wieder so eine Ruine. So ein Bildchen da an der Wand. Eine Ruine? Okay. Zack. Zack. Mahlzeit, wir kommen um zu streichen. Achtung, Farbeimer geht raus.
So, melde gehorsamst. Alles erwischt bis auf einen. Wenn die aber schon fliegen. Unglaublich. Es ist so, das Game ist halt in einer gewissen Beziehung, wenn du das lange nicht mehr gespielt hast, echt geil. Mahlzeit. Mau mau. Schild raus, Fresse hauen. Ich erkenne mal wieder was Großes. So mit Spiel, Spaß und Spannung. Du musst zu Toys R Us. Ich frage mich immer noch, wie die noch überleben können. Toys R Us. Ich fand früher als Kind Toys R Us unglaublich geil. Oh, was ist denn hier? Er braucht dafür eine Bombe? Okay. Sag euch mal, wie ich das mache. So, der ist auf unserer Seite. Von hinten kommt irgendwas anderes. Mosche. Oh, geil, Alter. Patina-Raffel. Ein Volli. Auf die Fresse. Puff. Volli ist down. Scharfe Bombe. Achso, die Nummer hier. Hm. Bleib doch am Boden liegen, ist besser für dich. Puck. Hehe. Hat sich ganz schön hohl angehört. Leitet er denn schon wieder hin, ey? Komm doch her. Macht er schon wieder down. Das Halten aufheben. Nämlich. Was soll ich damit machen? Das ist scheinbar eine Bombe. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich sie hinbringen soll. Ach, da. Okay, aber ich habe die Bombe wieder verloren, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Hä? Was denn jetzt? Oh! Aha. Besuch. Baby, 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 Besuch. Oh, geil. Immer rein die Möhre. Press X to play. Boom. Meisterhaftes. Ui, schick. Meisterhaftes ist nicht legendär, ne? Nee. Okay. Was haben wir denn hier am Boden? Meine Herren. Ja, komm, mach den anderen auch weiter. Junge, Junge.
Verbündete am Arsch. Scheiß NPC. Alle. Wer will mir denn hier ins Leder? Schon wieder geile Action, Digga. Nehme ich. Was? Aktive Gegner? Was mache ich denn die ganze Zeit? Hä? Was will die alle von mir? Danke. Danke. Drück zurück. Abwärts. Ups. Ja. Die Waffenlager. Sehen wir mal, wie es den Ska gefällt, wenn sie die in die Luft jagen. Stimmt super. Würde feiern. Na komm, steh auf, steh auf. Komm, one on one, du nicht. Oh, das kann ich auch. Warte mal. Haha. Hä? Aua. Ui, aua, der zappt aber ordentlich. Hier, halt mal. Schon besser. Ach, das Dickerchen da unten, das zockt gut. Ja, ja, das zockt richtig gut. Lol, jetzt hast du es auch gesagt. Hallo? So, Dickerchen ist weg. Diese Waffe ist so nachladebedürftig, ey, meine Herren. Ist Kömbo, der Kömbo! Da, halt mal! Oh lol, ey, das kann ich auch! Was? Es gibt hier keine einzige Waffe mehr, die Ska verwenden können. Oh, der macht schon wieder seinen Moonwalk-Trick da vorne, ey. Wir waren schon unterwegs. Ey, ey, ey. Nix können sie. Außer sich in Schwierigkeiten bringen. Runter von der Brücke.
Sprachregeln mitmischen. Und ich gotte ihr moi. What ist das denn? Siehst du das Ding? Aha. Das ist ja ein geiles Teil. Ich erinnere mich gar nicht an sowas. Wegmachen. Kiste! Ach ja, wieder nur Ramschware, meine Herren. Ja, sieht so aus. Alles Ramsch auf dem Damm hier, meine Herren. Recht mit. Aber immerhin. So, da haben wir noch eine Mission. Und danach hat man nur noch Schlösser im Angebot. Festungen. Da Kessels. Da Kessels wieder gewaltig. 11 Uhr ist dann für mich aber Deadline. Du hast eine Deadline? Piep, 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 piep. Nein! Ich will die Scheiße überspringen, lass mich in Ruhe. Oh. Artillerie, alles Artillerie oder was? Alter, 4 Artillerie. Das ist ja wie ein Royal Flash. Randalinski, hi, schön dich zu sehen. Alles gut soweit? Alles für die Zerlegung. Jawohl. Alles für die Gats. So. Nee, alles für den Club. Alles für den Club? Alles für den Dackel, alles für den Club. Achso, erst am Sonntag wieder alles für die Katz. Wir spielen eine weitere Mission. Das war die Hauptsache. So. Und bist du auch noch die letzten Züge von Anthem am Genießen? Solange das Game noch verfügbar ist und funktioniert. Wachst noch mal bis du die Mission. Oh, Leute, ich habe eine zweite Mission. Sportpatrouille? Freelancer-Arbeit. Hä? Enttaucht? Enttäuscht? Nur etwas enttäuscht? Meinst du, dass es nicht weitergeht? Kein Anthem 2.0 oder kein Anthem Next? Warte auf Spieler. Husch, husch, der Herr. Ja, rein damit. Ja, soll man sagen. Hat mir der große Pläne gehabt. Und da sieht man eigentlich mal, wie wichtig Wirtschaftlichkeit tatsächlich ist, gerade in der Entwicklung, also eigentlich in jeder Beziehung, egal ob es eine normale Software ist oder egal ob es eine Spielindustrie ist, am Ende vom Tag alles Software, wie man sich verkalkulieren kann. Auch wenn Anthem unglaublich geil ist von der Grundidee her, auch wenn ich die Story da nicht mag, aber die Javelins sind einfach godlike. Und es gibt kein schöneres und beruhigenderes Feeling wie Iron Man über den Wolken zu schweben und alles wegzumachen, was einem in den Sinn kommt. Was ist die treffendste Beschreibung von Anthem oder Dragon? Hast du eine andere? Nö, macht schon Laune. Mach weg den Strom. Und dann schön mit Raketen, wumms, bum bum bum. Ja, diese Knaller, die Dinger. Wobei ich muss ehrlich sagen, also ich hab mir... Ich weiß nicht, aber gefühlt waren wir echt schnell am Ende. Also wir sind jetzt nicht mega, mega, mega high, so, keine Ahnung, auf 999, aber ich bin jetzt so auf 59 mit meinem Dicken. Reicht für alles irgendwie gefühlt. Ganz schwierig. Das, was ich noch gerne hätte, wäre so eine Strahlenwaffe.
Gibt's das? Ja. Ich hab schon ein paar gesehen, aber bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo die genau herkommen oder wo die gedroppt werden. Ab jedes Mal, wenn ich halt irgendeinen Legendär-Drop hab, hoffe ich auf sowas. Also, da wäre nichts dabei gewesen bis jetzt. Ja, starken Mann gemacht. Ich bin auf 836. Reicht in Frankreich. Ach, weg das Ding. Aber jetzt mal ohne Scheiß, eigentlich ist Anthem so ein bisschen, auch wenn es jetzt überspitzt klingt, aber von den Grafikanforderungen her, das moderne Crysis. Das Ding frisst einfach alles wie die Sau weg. Schon brutal, ja. Das ist das Ding, Alter, wenn du CPU hast, dann hat dieses Ding CPU. 100%. Oh, meine ist gerade bei 26, 36, 38. Also ohne Mist, ich guck mir meine GPU nicht an, Alter. Ich noch am Aufnehmen neben dran ja, das GPU Ding. Die GPU ist bei 97 bei mir gerade aktuell. Ja, ich glaube, mehr geht gar nicht. Ja, die gut, restlichen 3% sieht er wahrscheinlich aus Luxuriosität der Messung ab. Wer weiß. So, herrlich. Ja, gut, ich sag mal, meine Grafikkarte ist jetzt auch nicht so. Ja, die ist nicht schlecht, aber selbst auf meiner ruckelt's. Also flüssig ist das nicht. Ich erreiche keine 60 Frames. Ja gut, ich habe die Grafikqualität auch etwas runtergeschraubt. Stopp! Hopp! War nicht getroffen, nochmal! Mit den Granaten in der Luft getroffen, das gibt nichts Schöneres. So. Hector the Ejector. Ah ja. Der ist ja geil. Geiler Name. Hector the Ejector. Nice. So. Wo geht denn nochmal weiter? Da hinten. Ich muss wieder irgendwas suchen unter die Lupe nehmen. Das, was ich aber auch noch übelst feiern würde, wenn wir eine Ego-Perspektive für die Javelins hätten. Also da macht die Engine zwar vom Stil her, glaube ich, nicht so wirklich mit. Und das nicht so gut aussieht, wenn du halt Ego schwerst. Aber ich glaube, das würde. Boah, das wäre schon. Das wäre schon echt okay. Kombo-Schaden, jawoll! Und rein in die Nummer! Haha! Juhu, er ist platt. Tschu, der Party-Train. Wupp. Das ist so geil. Gegner einfach mal mit dem Schild wegklatschen. Es ist aber eigentlich so ein bisschen traurig, dass man dieses Game halt auch erst wieder anfasst, wenn irgendwie das Announcement kommt, ey, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Könnte sein, dass ich es abschalte. Ich weiß gar nicht, ob sie das offiziell gesagt haben, aber die Zukunft ist ja wirklich sehr ungewiss. Mhm. Weg damit. Lol. Stand fest, der Kollege. Hopp. So, schau. Wir haben das doch früher, glaube ich, voll abgezockt, oder? Ja. Auch lange, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, wir haben immer danach die Augen gebrannt. Geringfügig. Aber nur ganz geringfügig. So. Das ruckelt aber schon echt gut. Leck mich am Sack. Na. Dafür ist jemand anderes zuständig. Na, wohl wahr. Jawohl, Ultima ist wieder on. Na, jupp. Hier ist irgendwas. Ach, gucke. Guck mal, Runde F. Das Gerät sieht intakt aus. Der Gerät ist intakt, Alter. Puff.
Ist das nice. Alter, dieser Kombo-Schaden ist so belohnt, wenn er einfach aufpoppt. Ja. So, wie viel haben wir noch? 3 Stück, okay. Okay, weil wir uns gegenseitig im Weg gestanden sind. Das kann sein. Steht öfters mal gerne aufeinander rum. Ah, geil, ich bin jetzt hier der Einzige, der hier stehen bleiben darf. Schade. Ma, vergnügt euch da oben. Lasst mich doch einfach hier stehen. Natürlich. Einer geht noch rein. Ballert mir da in den Rücken. Oh, ja. Wer hat mich angestupst? Danke. Liegt überall irgendwelcher Scrap-Loot rum. Meine Herren. Hallo. Was ist da oben so los? Wegmachen. Wegtreten. Ich erkenne mal wieder was Großes, wo ich meine Ultima ausleben kann. Ja. Hätte ich auch nichts gegen. Das regnet schon wieder aus sämtlichen Rohren, ey, meine Herren. So denn. Ach, guck mal. Gibt's hier nicht ein bisschen Looty-Loot? Ja, ah, geringfügig, aber nicht viel. Schade eigentlich. Da kommt manchmal halt so was raus. Es ist. Aber das ist auch so belohnend, wie flüssig du dich mit diesen Javelins bewegen kannst. Ja. Ich habe glaube ich kaum ein Game, wo das bis dato so ist. Oh, diese Welt, so gut. Das machst du dazu, ey. Maui. Oh, Vegetation, auf sie mit Gebrüll! Ey, nicht abhauen! Ich will Schnitzel, Junge! Komm, kann ich will ein ordentliches Stück Fleisch, ich will ein Steak. Aber mein Abendessen rennt weg. Hallo, wo ist das hin? Das ist schon platt. Das andere hier hat gerade überlegt gehabt, ob es da runterspringen sollte, dann hat sie es anders überlegt. Sieht aus, als würde das Dominion versuchen, das Relikt zu erobern. Lassen Sie sie nicht mit so etwas Mächtigem entkommen. Ach, das Dominion. Das Dominion kann nicht mal. Da muss ich irgendwie immer an Deep Space Nine denken. Das Dominion waren doch die Ferengis. Ja, Dominion. Doch definitiv. Dominion ist Ferengi. Dominion? Was sagt der Chat dazu? Dominion müsste Ferengi sein. Ich hoffe, Sie können das Relikt eindämmen. Es bringt jetzt allerlei Kreaturen. Oh, Alter, da geht's ja richtig rund. Moment, ich muss höher. Hängt ihn höher. Und rein da. Alter, ist das belohnend. Ich mag's nicht wirklich eingefroren zu sein. Quatsch. Muss das positiv sehen. Du bist dann direkt ready, dass du ein bisschen länger in der Luft hauen kannst. Deswegen hinter mir steht als so ein Dreckvieh. Ah, was mir gerade einfällt. Hallo. Oh nö. Ausgerechnet jetzt geht er down. Das ist nicht wahr. So gerade ein bisschen. Nein. Was ist mit dir los? Komm mal wieder hoch. Ja, Junge, Junge, Junge.
Hilfe? Einer muss ein NPC gewesen sein, oder? Ich sehe nicht, dass irgendeiner down ist. Ja, schön mit dem Schildkloppe, geil. Jeder kommt mal dran. Immer hinten anstellen. Was ist denn hier los? Oh lol, Brecher. Nee, kein Brecher. Was ist das? Das ist hässlich. Jetzt ist es weg. Pupp. Da siehst du doch irgendwelche Fetzen überall hin und her fliegen? So belohnt, wenn sie einfach auf dem Schild abprallen. Oh, das ist nie gut. Weg. Ach, schön. Auch mal. Alter, rumst der. Was mir gerade einfällt. Hallo. Hier? Egal, blind irgendwo hingefeuert. Ah, schönes Game. Ich glaube, es ist tot, Jim. Da kommt schon wieder einer. Was haben wir denn hier Feines? Das müssen doch Brecher sein, oder? Klar sind das Brecher. Aber ganz ins Nest voll. Unglaublich. Wollen Sie als nächstes diese Gegner aus dem Weg? Was? Wie? Jetzt habe ich gerade ein Ultima angemacht. Jetzt sind die alle decayed. Na toll. Ah. Das wäre alles hier. Hä? Ich habe noch gar nichts gemacht. Legion zu mir! Gegner? Och, Manu. Nein, halt nicht. C'est la vie. So, was war das für eine Mission? Ich hab's vergessen. Okay, wir haben 8 vor. Willst du aufhören? Ja, ich glaube, das langt für heute. Ich glaube, es langt für heute. Ah, jei. Dann guck ich gleich mal, ob vielleicht Walter noch online ist. Vielleicht mache ich heute Abend noch eine Runde GTFO. So, dann muss ich mal ganz kurz die Discord, die starte. Discord, zack. Lord der Discord. Ach lol. Vulture Speed Forest. Auch nicht schlecht. So. Ah. Mal kurz antasten. Was haben wir denn da? Was meisterhaft? Ach, geh weg. Alles raus da!
Mach weg das Ding. Hä? Ach, wieder der Mausbug. Okay. Der Mausbug, jawohl. Jetzt Kappe. Achso, gedrückt halten. Ja, keine Routine im Zerlegen. Ah, wie schön. Wo möchte ich hin? Ich glaube, ich will zur Startrampe. Horm. Horm? Horm ist da, wo das Herz ist. Dragon hat aufgehört zu spielen. So eine Gemeinheit. Brecher halt aber auch. So ein Brecher. Ach, herrlich. Jo. In dem Fall wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht, Großer. Dir auch. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Hören. Und hören uns, eher gesagt. Richtig so. Bis dann. Adion Steif. Jo. Ciao, tschüss. Ciao. So, und ich möchte noch eine kleine Runde. Gucken, ob Dobsite sich nochmal meldet. Ich gehe mal eine kurze Runde raus. Und lass mal kurz die Animation zu Gemüte führen, die man quasi direkt auf Portasis oben hat. Wo ist Portasis? Wo ist. Da nicht, hä? Müsste unten gewesen sein. Ist die große Bude da? Ja, nehme ich. Komm ich da hin? Nehmen wir den so lang. Dazu muss ich gleich wieder in Stream neu starten, damit ich das Game auf GTFO ändern kann. Ach, jedes Mal derselbe Mist. Aber ich würde nochmal unheimlich gerne einfach diesen Screensaver sehen, ich den so gut finde. So, einfach mal nichts machen, einfach mal stillhalten. Ich muss gestehen, ich bin so, ich gehe mal in der Zwischenzeit was zu trinken holen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der Screensaver kommt. Na, schade. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich hätte ich gerne lieber Sonnenschein für die Nummer. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich mal kurz das Game. Und dann geht's auch schon gleich weiter mit GTFO. Ist ja zum Glück schon nach 10, also von daher feuerfrei. Ja, mal. Bis gleich.